Audi, willkommen zu der August-Umfrage. Platz 1 mit 50% Demon oder Fallen. Wie sie für Gregor Hoppe, die Musik ist von Tandun. Der Detektiv John Hobbs ist dabei, wie ein Serienmörder hingerichtet wird, aber dennoch geht die Mordserie weiter. Denzel Washington kennt man nur aus den Filmen Flight und Two Guns. John Goodman kennt man aus den Filmen Speed Racer und Argo. Und Donald Sutherland, der vor kurzem gestorben ist, kennt man aus den Filmen Mass und Outbreak. Handlung, sie war zwar gut gemacht, aber es ist halt kein Geheimnis. Damals, als er im Kino lief, war es ja auch kein Geheimnis. Oder nicht. Darstellung, ich glaube, gut. Ja, sagen wir mal so lala. Und die Musik? In Ordnung. Fazit? Eigentlich ist ein ganz gut gemachter Film. Außer, dass er vielleicht ein bisschen zu lange geht. Der geht fast 2 Stunden. Und ja, ich war vielleicht jetzt auch nie in Stimmung. Also, wenn man Fan ist, muss man sich die natürlich ansehen, sonst ist man ja kein Hardcore-Fan, aber für die anderen braucht ihr euch nicht ansehen. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.